Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Das sind doch alles hohle Phrasen! Anders kann man das nicht machen. Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Ein parvenueller Faulpelz! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ich will Federn sehen! Sofort! Das ist ein geschwitzter Schweinepfaff. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Mach Rotz! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner! Burgdorf! Dann suchen Sie ihn eben! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was hat er daraus gemacht? Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ich hab mich klar! Blut! Round Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Rückwaff! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Fegelein! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Soll dankbar sein. Wenn er sich ohne Befehl entfernt, hat ich eine Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Befehl! Ich bin wie ein Soldat! Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Ein parvenueller Faulpelz! Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Reloading! Reloading! Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe. Ihm kommende Generation dankbar sein. Um sich zu autorisieren!
sagen? Skio, 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 Skio. Doktor, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort abhängen. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!